Deutschland kotzt mich an. Ich will nach Costa Rica, Thailand oder Paraguay. Guten Morgen! Wir kennen diese Statements aus vielen YouTube-Kanälen und Erfahrungsberichten. Und viele dieser Menschen sind einfach auf der Suche. Aber wonach suchen sie? Sie sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Doch was macht ein besseres Leben denn eigentlich aus? Fragt euch das mal. Wann fühlt ihr euch wohl und ihr habt das Gefühl, wirklich zufrieden zu sein? Ein Punkt, wo sicher die meisten zustimmen werden, ist, wenn man sich in Gesellschaft von lieben Menschen befindet und einfach in tollen Gesprächen aufgeht, wo man abends gemeinsam zusammen den Tag ausklingen lässt, wo man sich zärtlich und liebevoll begegnet und körperlich oder geistig ein Gefühl der Verbundenheit aufbaut. Eine Zeit, wo man gemeinsam lacht und gemeinsam weint, wo man sich in den Arm nimmt oder sich kaputt lacht, wo man miteinander musiziert, philosophiert oder einander bewusst in Reden und in Denken begegnet. Das sind die Zeiten, die einfach geil sind. Das sind die Zeiten, wo wir beisammensitzen, gemeinsam im Leben. Und nun, wenn ihr euch berührt fühlt durch diese Gedanken, denkt daran, es gibt Hunderte, es gibt Tausende in Deutschland, denen es genauso geht wie euch, die das auch sehr angenehm finden. Woher ich das weiß? Weil ich beim Rohkostpotluck oder in den Gesprächen, wo Menschen das erste Mal mit mir reden, dieses Glück oder diese Faszination in den Augen der Menschen sehe. Sie erkennen, was an menschlicher Wärme und an Wohlgefühl möglich ist. Schaut euch mal die Videos zu den Rohkostpotlucks an, wie Menschen, die das erste Mal dabei sind, darauf reagieren, wie sie in den Interviews euch zeigen und euch sagen, wie begeistert sie sind. Und das liegt eben an den Menschen, die mit Wärme, die mit positivem Lebensgefühl diesen Menschen begegnen, die tolerant diesen Menschen begegnen. Und ja, Glück und Zufriedenheit kann man eben hier auch in Deutschland finden. Und das ist das Wichtigste bei den Menschen. Ich habe schon in dem Video, wie ihr mit 3 einfachen Schritten, ohne eure berufliche Situation zu verändern, glücklicher werdet, die Wichtigkeit von sozialen Kontakten erwähnt. Das Video findet ihr oben in den Infokarten. Aber es kann gar nicht oft genug erwähnt werden. Gerade deshalb, weil es eben einige unter euch gibt, die menschliche Wärme und vollkommene Offenheit und gleichzeitige Akzeptanz noch gar nicht real gespürt haben. Natürlich ist es in der Tat so, umso südlicher man ausgehend von Deutschland reist, umso tendenziell freundlicher werden auch die Menschen. Sonne rockt einfach. Aber es ist nicht der einzige Weg. Auch hier in Deutschland gibt es diese Menschen. Und dank Internet ist es hier so einfach wie noch nie, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Keiner muss wegen der oft asozialen Ellenbogengesellschaft, die dieses Land dominiert, gleich das Land verlassen. Auch hier gibt es genug warmherzige Menschen. Baut euch einen Freundeskreis auf und ihr könnt immer und jeden Tag lachen, weinen und schmusen. Löst euch von dem Denken, dass ihr in eurer Situation, wie ihr euch befindet, gar nicht aufblühen könnt in der Situation Deutschland. Das wird oft suggeriert. Das Gras ist auch immer grüner beim Nachbarn und in anderen Ländern ist alles viel besser. Aber wenn ihr hier in Deutschland euer südländisches Glück finden wollt, dann müsst ihr eben geistig zum Südländer werden und euch mit Südländern umgeben. Also im Geiste. Wenn ich mit Freunden zusammensitze oder liege, dann ist es total egal, ob ich in Bali oder in Berlin bin. Seid nicht unglücklich, weil ein Auswandern für euch jetzt derzeit nicht realisierbar erscheint. Lasst euch nicht runterziehen von Menschen, die ihr Glück in der Ferne suchen und euch suggerieren, dass dies nur in der Ferne zu finden ist. Ich kann euch versichern, wenn ihr hier mit mir in meiner Wohnung liegt, dann fühlt ihr euch wohl und diese Oase oder diese Oasen des Wohlgefühls generell, die gibt es auch an ganz, ganz vielen Orten. Ne? Nicht nur in meiner Wohnung, sondern die gibt es ganz oft in Deutschland. Oase des Oasen des Wohlgefühls. Ihr müsst sie nur finden. Ne? Facebook, YouTube und alle sozialen Netzwerke haben trotz der Kritik, die an ihnen teilweise zu Recht
ja, geübt wird, einfach ein Riesenpotenzial, euch mit anderen Menschen auf die Suche nach diesen Oasen der Liebe zu unterstützen. Ein kategorisches Ablehnen dieser Tools bei gleichzeitiger Verbitterung über eure Situation, das macht einfach keinen Sinn. Ich habe auf meinem Kanal schon einige Menschen beobachtet, die sich gefunden haben und nun Freunde sind. Einfach ja, von zu Hause aus. Meine Message an euch heute ist, dass man auch hier in Deutschland und gerade in Deutschland, siehe dazu auch mein Video, warum Deutschland toll ist, oben in den Infokarten, ja, ein warmes Flair an Geborgenheit und auch Freude finden kann. Aber das am Ende auch noch erwähnt, wer die Möglichkeiten hat und wer es ausprobieren möchte, ins Ausland zu gehen, wie meine liebe Freundin Hannah, das sollte das auch umsetzen. Also sucht die Oasen der Liebe und wenn ihr keine Ahnung habt, wo ihr ansetzen sollt, dann kommt mal zum Rohkost-Potluck. Ich liebe euch alle und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.